Hallo liebe Leute, ich habe die erste Anfrage wegen einem Meinungs- oder ja, Meinungsvideo bekommen, und zwar von Ogier1. Ich soll mich doch mal zu Nabokov ein bisschen genauer äußern, wie ich dazu gekommen bin. Das habe ich schon in einem anderen Video gesagt, mein Lieber, aber ich kann das auch gern nochmal erzählen. Ja, das ist jetzt das Erste, was passieren wird, und als Zweites habe ich dann noch was ganz Kurzes, beziehungsweise eigentlich kann ich das gleich als Erstes mitmachen, ja, ich denke schon. Und zwar hatte ich eine Buchlesung am Donnerstag, also vor 2 Tagen. Da ging es mir aber noch nicht so gut wegen Stimme und so. Ihr hört es bestimmt, ich bin immer noch erkältet. Und ja, ich möchte einen kleinen Gast bei uns begrüßen, und zwar diesen Zwerg, da. Den habe ich bekommen vom Folli Tanner, der die Veranstaltung Tanners Terrasse veranstaltet, ja. Und der dann liebenswerterweise aus meinem Buch vorgelesen hat, weil ich einfach nicht so konnte. Ja, ich hatte noch mitten auf der Bühne, natürlich, ich habe mich dann extra zusammengerissen von wegen Husten und so, und ich hatte dann auch zwischendurch, also war mein Hals dann komplett weg. Also ich konnte dann, ich habe mich nicht getraut zu husten, habe dann immer nur geräuspert, das war ganz, ganz schlimm. Ja, auf jeden Fall hat er mir diesen Zwerg geschenkt. Ich finde total toll, ja. Also nochmal danke dafür. Des Weiteren habe ich noch ein Buch bekommen von ihm, aber das steht jetzt da drüben, also ich hole das jetzt nicht. Es ist ein Pudding-Rezeptbuch aus 1917 oder 1919, also ganz alt. Und ja, ich habe da mal reingeguckt, es ist sehr vergilbt, es ist aber wunderschön gemacht, ja. Und ich bin total begeistert davon, also ich werde auch ein paar Rezepte davon bestimmt ausprobieren, ja. Er hat gesagt, das werde ich wahrscheinlich nirgendwo finden, ja. Ja, also habe ich mich sehr drüber gefreut. Aber vor allem dieser Zwerg, der hat ja jetzt diesen Gastauftritt gehabt. Und ihr seht ihn jetzt immer im Hintergrund bei meinen Videos. Tut mir leid, ich muss hier ein bisschen mit meinem Hals zusehen, wie ich klarkomme. So, also, Ogier wollte wissen, wie ich konkret auf Nabokov gekommen bin. Das habe ich in meinem Lolita-Video damals gesagt, aber ich erzähle es dir natürlich gern nochmal. Du kannst aber auch nachgucken. Es war eigentlich Zufall komplett. Und zwar, hatte ich eines Abends Fernsehen geguckt. Ich wollte irgendwas sehen, aber ich weiß nicht mehr was. Und bei meinem eigenen Fernseher sind die Fernsehprogramme anders als bei unserem normalen Fernseher. Deswegen musste ich mich erst durchsteppen, gewissermaßen, und bin dann auf einen Film gestoßen, wo eine junge Schauspielerin mitgespielt hat, die einfach so viel Ausstrahlung hatte, dass ich mich dann entschlossen habe, diesen Film weiterzugucken. Und das war ja, die letzte Stunde ungefähr von Lolita. So, und weil ich diesen Film ziemlich gut fand, so von dem, was ich gesehen hatte, habe ich mir dann überlegt, mein Gott, du willst den Anfang natürlich auch noch sehen. Also ich war total begeistert von dem Film, der hat mich komplett mitgenommen und ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und deswegen habe ich dann am nächsten Tag bei Amazon nach diesem Film geguckt und habe dann natürlich den Film gefunden. Dann habe ich die alte Verfilmung davon gefunden und das Buch dazu. So. Und so bin ich eigentlich auf Nabokov gekommen. Ich habe das mal hier bereitgelegt. Wo ist es hier? Lolita geholt als Buch und habe das dann natürlich auch gelesen. So. Und habe dabei gemerkt, dass Nabokov nicht schlecht schreiben kann. So. Ja. Weil ich dann halt so berührt war von dieser ganzen Geschichte, weil mir das Thema sehr gefallen hat und wie Nabokov das Thema behandelt hat, ist mir Nabokov selbst auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Deswegen hatte ich dann zufällig, auch wieder zufällig, Der Zauberer gefunden. Das war in Leipzig in einer Buchhandlung. Und habe dabei gemerkt, dass das die Urversion von Lolita ist. Also der Grundgedanke, den er hatte. Entschuldigung. Und ja, da habe ich mir das durchgelesen. Der Stil von diesem Buch ist Nabokov typisch, aber die Story wurde anders behandelt als in Lolita dann. So. Und ich war von diesem dünnen Buch auch total begeistert. Es hat mir sehr gefallen, ja. Und hat mich auch wieder sehr mitgenommen. Und deswegen war Nabokov dann eigentlich nicht mehr wegzudenken, so aus meinem literarischen Leben. So. Und deswegen habe ich mir dann noch 2 andere Bücher geholt. Eins davon habe ich auch schon vorgestellt, Einladung zur Enthauptung. Das hast du vielleicht schon gesehen. Ich glaube, du hast es gesehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und es war auch total toll. Deswegen bin ich einfach begeistert.
Ja, und da habe ich noch Pnin da. Aber das habe ich noch nicht fertig gelesen. Ich habe es mal angefangen, aber das ist das erste, wo ich leider nicht so gut durchkomme. Deswegen lasse ich es erstmal ruhen, weil hier gibt es nicht so viel Handlung. Das ist das Problem. Ja, ich habe ein großes Problem damit, dass hier nicht so viel Handlung ist. So. Ja, das ist das, wie ich auf Nabokov gekommen bin. Dann wolltest du noch wissen, warum ich fasziniert von ihm bin. Das kann ich nicht genau beschreiben. Das ist einfach nur sein Schreibstil und seine Ideen. Also die Ideen hinter den Büchern, die Themen, die er behandelt. Er behandelt ja eher Themen, die jetzt nicht so alltagstypisch sind, über bestimmte Geisteskrankheiten und solche Sachen. Und deswegen, ja, bin ich einfach fasziniert von ihm. Man kommt sehr schnell in seine Bücher rein und es wird nie langweilig. Also er hat das schon ganz gut hingekriegt, fand ich. Also, ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und dann wolltest du noch wissen, warum ich ihn deutschsprachigen Weltklasse-Schriftstellern wie Franz Kafka und Daniel Kehlmann vorziehe. Also erstens, Daniel Kehlmann kenne ich gar nicht. Da habe ich noch nie was von gehört, ganz ehrlich. Es tut mir leid, wenn das jetzt irgendwie an deinem Bild von mir kratzt, aber der Name sagt mir überhaupt nichts. Tut mir leid. So, Franz Kafka ist mir natürlich ein Begriff. Von ihm habe ich aber auch nichts weiter gelesen. Also ich habe mal in die Verwandlung reingeguckt. Es war ganz okay, aber es hat mich jetzt nicht so sehr vom Hocker gerissen, als dass ich das zu Ende lesen wollte. Also ich weiß nicht, woran es lag, aber irgendwie hat es mir halt nicht so sehr gefallen. Vielleicht lag es am Thema, ich weiß es nicht. Also, ich meine, deutschsprachige Weltklasse-Schriftsteller, da fällt mir ja doch sofort Thomas Mann ein. Ja, und von Thomas Mann habe ich ja zum Beispiel was gelesen, habe ich auch vorgestellt und von dem war ich auch begeistert. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur von Nabokov begeistert bin, sondern es gibt ja auch noch andere, auch ältere Schriftsteller, denke ich. Ja, also Klaus Mann, Thomas Mann zum Beispiel, habe ich ja auch schon ein bisschen was gelesen. Und die fand ich auch gut. So. Von Thomas Mann habe ich Der Tod in Venedig vorgestellt und von Klaus Mann Mephisto, was wir damals in der Schule gelesen haben. Also, ja, ich ziehe Nabokov nicht unbedingt vor, aber ich bin zurzeit eher auf Nabokov fixiert, würde ich sagen. So. Weil er mich mit seinem Stil jetzt in diesem Moment vom Hocker gerissen hat. So. Genau, das ist so der Grund, warum ich ihn eigentlich... Ich ziehe ihn ja nicht vor. Ich lese ihn halt nur gern. Okay. Ja. Ich denke, damit habe ich jetzt deine Fragen beantwortet. Ich hoffe, ich konnte es ganz gut rüberbringen. Und ich hoffe, du hast mich verstanden, weil Stimme und so. Ja, und ich muss jetzt auch gleich wieder aufhören, weil ich merke schon, mein Hals macht nicht mehr so mit. Es tut mir leid, aber man kann es nicht ändern. Dafür bin ich dann im nächsten Video wieder komplett gesund. Ganz einfach, weil ich auch Vorrat aufgenommen habe und da war ich noch gesünder, als ich es aufgenommen habe. Zumindest gehe ich davon aus. Ja. Also okay, Leute, wenn ihr weitere Vorschläge habt, vor allem was literarische Themen betrifft, bin ich natürlich sofort offen dafür, das zu beantworten. Und ja, also wenn euch was einfällt, dann meldet euch bei mir und schlagt ein Thema vor und dann geht's los. So, das wollte ich nochmal ausdrücken, genau. Also ich wünsche dann Ogier 1 und allen anderen noch einen wunderschönen Tag und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann.